dass Sie alle trotz des Wintereinbruchs pünktlich und gut und wohlbehalten bei uns angekommen sind. Vor einem Jahr haben wir Sie schon einmal hierher auf die Messe nach Stuttgart eingeladen, und zwar zu unserem VAN Innovation Campus, um gemeinsam mit Ihnen einen Blick in die Zukunft des Transportwesens zu werfen. Heute wird ein Stück dieser Zukunft Gegenwart, denn wir wollen Ihnen zeigen, wie wir unsere Innovationen auf die Straße bringen, und zwar in einem Serienfahrzeug. Und dafür ist kein Modell besser geeignet als unser neuer Sprinter. In nur wenigen Wochen bringen wir jetzt die dritte Generation auf den Markt. Smarte Hardware für den Transport im digitalen Zeitalter. Konkret bedeutet das, mit dem neuen Sprinter wollen wir unseren Kunden eine noch nie dagewesene Systemlösung bieten, die bereits ab dem ersten ausgelieferten Fahrzeug einen echten Mehrwert in ihrem Tagesgeschäft bietet. Und weil uns dieses Thema in seiner Gesamtheit so wichtig ist, haben wir entschieden, Sie zum heutigen Innovation Campus einzuladen. Bei der Akkreditierung, beim Reinlaufen heute Morgen, müssten Sie auch eine kleine Karte bekommen haben. Da ist ein QR-Code drauf und ein Link drauf. Da finden Sie sämtliche Pressematerialien zum heutigen Tag. Und schauen Sie auch ruhig mehrfach im Laufe des Tages drauf. Wir werden das Material auch immer wieder um die Themen des heutigen Tages ergänzen. Ja, liebe Gäste, unser neuer Sprinter, der kommt in einer Zeit auf den Markt, in der der Bedarf für seine Einsatzzwecke größer ist als je zuvor. Man braucht sich bloß jetzt kurz vor Weihnachten in den Innenstädten umsehen. Und um uns davon zu berichten, um diese Herausforderung in der Stadt zu begreifen, haben wir einen der Experten auf diesem Feld eingeladen. Ich freue mich sehr, dass Dr. Matthias Winkenbach heute Morgen bei uns ist. Ja, herzlich willkommen. Er hat zusammen mit unseren anderen Gästen aus Amerika heute die längste Anreise. Er kommt vom MIT in Boston. Dort forscht er im Bereich der datengestützten Distributionsnetzwerke, und er wurde 2014 mit dem Wissenschaftspreis der Bundesvereinigung Logistik ausgezeichnet. Er ist also ein ausgewiesener Fachmann, um die aktuellen Entwicklungen zu beschreiben und zu analysieren. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Nach Dr. Winkenbach folgt dann unser zweiter Redner heute im Plenum, Volker Morninweg, Leiter von Mercedes-Benz Vans. Guten Morgen, lieber Volker. Volker Morninweg wird Ihnen dann die Strategie zur neuesten Generation unseres Flaggschiffs vorstellen. Aber bevor wir nun zu den Inhalten zum neuen Sprinter kommen, erlauben Sie mir bitte noch ein paar Minuten in eigener Sache. Und zwar über eine personelle Veränderung in meinem Bereich. Unsere allseits wohlbekannte und sicherlich auch von Ihnen geschätzte Kollegin Katja Bott hat sich im November nämlich nach Amerika gemacht. Sie wird dort eine neue transatlantische Herausforderung annehmen. Sie leitet nämlich jetzt in meinem Team die Kommunikation von Daimler Trucks North America. Ihre Stelle übernimmt Andrea Eberhardt. Sie sitzt hier vorne. Hallo Andrea, guten Morgen und herzlich willkommen. Andrea ist jetzt noch gerade bei den kleinen Fahrzeugen unterwegs. Sie ist nämlich in der globalen Kommunikation Mercedes-Benz Cars. Dort ist sie für die internationalen Presseevents und Vorstellungen verantwortlich. Und wir freuen uns sehr, dass du ab sofort bei uns an Bord bist, und wünschen dir einen guten Start. Ja, meine Damen und Herren, jetzt genug der Vorrede. Ich wünsche Ihnen eine spannende Veranstaltung, interessante Informationen. Und wir haben auch genügend Zeit für Ihre Fragen im Anschluss an Dr. Winkenbach und Volker Morninweg. Ich darf an Sie übergeben. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Martens, für die einleitenden Worte. Und auch von meiner Seite willkommen zu dieser kurzen Keynote zum Thema der Zukunft der Logistik in sogenannten globalen Megacities. Städte sind im Grunde genommen schon heute die Pulsgeber sowohl des wirtschaftlichen als auch des sozialen Lebens unserer Zeit. Und mit der fortschreitenden Urbanisierung, von denen Sie sicher alle schon gehört haben, wird die Bedeutung der Städte auch immer weiter steigen. Das McKinsey Global Institute hat zum Beispiel schon vor einiger Zeit vorausgesagt, dass die 600 am stärksten wachsenden Städte dieser Welt, und viele davon befinden sich in sogenannten Emerging Markets, zusammengenommen bis 2025 etwa 60% des globalen Wirtschaftsoutputs auf sich vereinen werden. Gleichzeitig werden aber diese 600 Städte auch etwa ein Viertel der Weltbevölkerung
beherbergen. Und wenn Sie sich diese Zahlen vor Augen führen, dann sollte relativ schnell klar werden, warum sich in der Logistik vielleicht nicht alles, aber doch sehr vieles in den letzten Jahren um eben gerade die urbane letzte Meile, das letzte bisschen des Transports zum Endkunden, so, warum sich in der Logistik im Prinzip fast alles um gerade dieses Thema dreht. Städte sind nun mal Hauptabsatzmärkte für Konsumgüter aller Art. Städte sind auch der, ich sag mal, Taktgeber für technologische Innovationen, aber auch für gesellschaftlichen Wandel. Und oftmals wird übersehen, dass urbane Logistikprozesse das Rückgrat all dieser Entwicklungen bilden. Warum sehen aber viele Unternehmen gerade diese urbane letzte Meile, obwohl sie doch eigentlich das kürzeste Stück einer globalen Lieferkette darstellen, warum wird dieses Stück oftmals als das komplexeste und am schwierigsten zu optimierende Teilstück einer Supply Chain angesehen? Und da könnte ich jetzt allein 2 Stunden drüber reden, aber ich wollte es runterbrechen auf ein Beispiel vielleicht anhand dem kleinsten Teil eines urbanen Logistiksystems, und das ist die einzelne Zustellroute, hier am Beispiel illustriert, eines Paketdienstleisters wie UPS. Und wenn man sich eine solche Route anschaut, wird man feststellen, dass die im Schnitt aus ungefähr 120 Kunden besteht, also 120 Stops, die nacheinander angefahren werden müssen. Und wenn Sie jetzt Ihre Taschenrechner oder Handys zücken und sich mal überlegen, wie viele theoretisch mögliche Kombinationen es gibt, all diese 120 Stops anzufahren, dann kommen Sie da unten zu dieser Zahl, und es wird Ihnen schnell klar werden, dass das sehr, sehr schnell die kombinatorische Komplexität des Ganzen übersteigt, sehr, sehr schnell das menschliche Vorstellungsvermögen. Natürlich sind nur einige wenige dieser Kombinationen überhaupt realistisch, überhaupt machbar. Theoretisch ist sogar nur eine einzige davon wirklich die optimale Art und Weise, diese 120 Kunden zu bedienen. Das Problem aber ist, dass die Frage, welche dieser Kombinationen nun wirklich die optimale ist, von extrem vielen externen und meistens unsicheren Faktoren, wie zum Beispiel der aktuellen Verkehrslage, abhängt. Und das macht, denke ich mal, deutlich, wie schwierig es ist, allein schon dieses kleinste Bauteil einer urbanen Logistikkette zu optimieren. Und wenn Sie jetzt überlegen, dass ein Logistikdienstleister wie UPS zum Beispiel in den USA alleine etwa 55.000 dieser Routen jeden Tag abbilden muss, dann wird auch sehr schnell klar, dass bereits geringe Effizienzgewinne in der Art und Weise, wie die letzte Meile überkommen wird, zu enormen wirtschaftlichen Auswirkungen führen kann. Zum Beispiel hat das Wall Street Journal 2015 vorgerechnet, dass wenn UPS nur eine Meile effizienter würde in der Art und Weise, wie sie denn diese 120 Kunden bedient, das zu Kostenersparnissen von etwa 50 Millionen Euro führen würde. Die Logistikdienstleister befinden sich aber auch im Grunde genommen in einem ständigen Wettlauf mit einem sogenannten globalen Megatrend, nämlich der Urbanisierung. Die UN sieht zum Beispiel vorher, dass bis 2030 etwa die Zahl der sogenannten Megacities auf über 40 steigen wird. Megacities bezeichnen wir als Akademiker in der Regel als Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Das Problem für die Logistik liegt aber nicht zwangsweise in der schieren Anzahl großer Städte. Das Problem liegt vielmehr darin, dass Städte nur in einem sehr begrenzten Maße physisch wachsen können. Das geografische Wachstum von Städten trifft sehr, sehr schnell auf physische Grenzen, und sobald diese erreicht sind, findet Wachstum eigentlich nur noch in der dritten Dimension statt. Das heißt, wir sehen immer größer werdende oder höher werdende Niveaus an zum Beispiel Bevölkerungsdichte, Nachfragedichte, aber auch Verkehrsdichte. Und diese steigenden Dichteniveaus sind der Kerntreiber für Unsicherheit, operative Unsicherheit in der letzten Meile, weil sie zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für Staus oder andere unvorhergesehene Events erhöht. Ein weiterer Trend, dem sich die Logistikbranche gerade in urbanen Gebieten gegenüber sieht, ist das Thema E-Commerce, der anhaltende Boom im Bereich E-Commerce. Steigende E-Commerce-Volumina führen zum einen zu einer steigenden Fragmentierung urbaner Warenströme. Das bedeutet, urbane Logistiksysteme sehen sich mit einer zunehmenden Last kleiner, hochgradig individualisierter Einzellieferungen zum Endkunden konfrontiert, während die großen aggregierten Lieferungen an den physischen Einzelhandel sich eher rückläufig entwickeln. Und das bedeutet natürlich, wenn wir uns an das Zustellungsbeispiel von eben erinnern, dass dieser Zustellprozess immer feingliedriger, immer komplexer wird und es immer schwieriger wird, diese hochgradig individualisierten Einzelsendungen sinnvoll miteinander zu verknüpfen, also auf konsolidierten, auf effizienten Routen zum Beispiel miteinander zu verbinden. Gleichzeitig tragen insbesondere die Online-Versandhändler wie Amazon dazu bei, dass auch unsere Kundenerwartungen an die Logistikdienstleistungen, die mit Online-Einkäufen verknüpft sind, immer weiter steigen. Wir alle sind es gewöhnt, heute etwas online zu bestellen und es morgen zu bekommen, vielleicht sogar schon heute vor der Tür zu finden, vielleicht sogar schon in wenigen Stunden.
Wir alle sind es auch inzwischen gewöhnt, dass sich Logistikprozesse an unseren Alltag anpassen und nicht umgekehrt. Zum Beispiel erwarten wir heutzutage, in der Lage zu sein, immer flexibler, immer kurzfristiger und immer präzisere Zeitfenster definieren zu können, in denen wir unsere Lieferungen entgegennehmen wollen. Und all das führt natürlich zu enormer Komplexität auf operativer Seite für Logistikprovider in so komplexen Umgebungen wie Städten. Wir haben also gelernt, dass die urbane letzte Meile von Tag zu Tag komplexer und schwieriger zu managen wird, gleichzeitig aber eben auch die marktseitigen, Dankeschön. Vielen Dank. Das ist ja nett, danke. Dass gleichzeitig aber auch die marktseitigen Anforderungen an urbane Logistikdienstleistungen immer weiter steigen. Und um diese beiden scheinbar unvereinbaren Entwicklungen dann doch irgendwie miteinander in Einklang zu bringen, müssen zukünftige Logistiksysteme bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen. Zum einen müssen sie reaktionsschneller und proaktiver werden. Das bedeutet, sie müssen in der Lage sein, sich schnell an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen. Zum Beispiel an sich ändernde Verkehrsbedingungen, an kurzfristig geänderte Kundenanfragen oder auch an Fluktuationen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Carrier-Kapazitäten. Proaktiv bedeutet aber auch, dass sie nicht nur reagieren dürfen, sondern im Idealfall bereits solche Änderungen antizipieren sollen, um sich früher und besser darauf einzustellen. Das bedingt natürlich, dass man sich verabschiedet von statischen Konzepten des Distributionsnetzwerkdesigns, sondern dass Logistiksysteme im urbanen Raum in Zukunft flexibel gestaltet sind und dynamisch gesteuert werden können. Und all das bedingt natürlich, dass die gezielte Sammlung, Übertragung und Auswertung von Daten aller Art stärker in den Fokus der Betrachtung rückt und zum Beispiel auch schon bei der Entwicklung neuer Fahrzeugkonzepte oder der Entwicklung neuer Lieferkonzepte berücksichtigt wird von Anfang an. Reaktionsschnell können Logistiksysteme auch nur dann sein, wenn sie komplett integriert sind und die einzelnen Player innerhalb des Lieferprozesses vollständig miteinander vernetzt sind. Und langfristig werden wir auch nicht darum herumkommen, dass einzelne Teile einer urbanen Lieferkette autonom oder zumindest teil- und autonom operieren. Ein Teil der Antwort auf die große Herausforderung der urbanen Logistik liegt sicherlich in der Analyse der intelligenteren Nutzung und Analyse von Daten. Und inzwischen ist ja in aller Munde sind Buzzwords wie Machine Learning, Big Data. Aber zum einen, was genau bedeutet das eigentlich im Kontext der urbanen Logistik und wie realistisch ist deren Anwendung? Wir am MIT arbeiten zum Beispiel mit einer Reihe von Industriepartnern daran zusammen, verschiedene Datenquellen intelligent miteinander zu verknüpfen. Zum Beispiel Telemetriedaten mit Bewegungsdaten zu verknüpfen, die zugehörigen Transaktionsdaten mit dem Kunden beizufügen und vielleicht noch etwas über die Verkehrslage oder das Wetter beizumischen. Und dann anhand von zum Beispiel Machine Learning-Algorithmen aus diesen Datenquellen Rückschlüsse zu ziehen auf die historische Performance eines Logistiksystems. Und diese Erkenntnisse helfen uns dann in der Zukunft, diese Systeme besser zu planen und besser zu steuern. Die Methoden, die dem Ganzen zugrunde liegen, also zum Beispiel die statistischen Verfahren, die Optimierungsalgorithmen, die wir verwenden, sind in der Regel extrem komplex und kompliziert. Das ist auch gut so, weil sonst wäre ich arbeitslos. Aber das Interessante ist eigentlich, dass die zugrunde liegenden Daten oftmals sehr, sehr trivial sind, sehr, sehr einfach sind und auch sehr, sehr einfach zu gewinnen sind. Wichtig ist nur, dass es eben von vornherein klar ist, dass diese Daten überhaupt zu diesem Zweck gewonnen werden müssen. Oftmals arbeiten wir zum Beispiel mit Datensätzen, die ursprünglich für was ganz anderes erfasst wurden. Und das macht es dann oftmals schwer, sinnvolle Erkenntnisse daraus abzuleiten, weil die Qualität oder die Quantität der Daten nicht stimmt. Zukünftige Fahrzeugkonzepte aber sollten zum Beispiel von vornherein schon in der Designphase darauf ausgelegt sein, die entsprechenden Daten in der richtigen Qualität und Quantität zu sammeln, effizient zu übertragen und vielleicht sogar in der Zukunft in Echtzeit onboard auszuwerten. Ganz konkret, was bedeutet das zum Beispiel? Wir arbeiten zum Beispiel mit einigen unserer Industriepartner daran zusammen. Danke. Entschuldigen Sie die häufigen Unterbrechungen, aber ich bin ein bisschen erkältet. Dankeschön. Mit einigen unserer Industriepartnern arbeiten wir zum Beispiel daran zusammen, anhand von Bewegungsprofilen und den dazugehörigen Transaktionsdaten etwas über das lokale Wissen unserer Zustellcrews zu lernen. Also zum Beispiel herauszufinden, unter welchen Verkehrsbedingungen bevorzugen unsere Fahrer bestimmte Ausweichrouten
Oder unter welchen Bedingungen, zu welcher Tageszeit bevorzugen unsere Fahrer bestimmte Parkpositionen für die urbane Zustellung? Oder wir können auch etwas über unsere Kunden lernen, zum Beispiel unter welchen Rahmenbedingungen, unter welchen Parametern ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Kunde nicht erfolgreich beliefert werden kann, besonders hoch oder besonders niedrig. Und das ist nur ein Beispiel, wie wir Machine Learning Algorithmen nutzen, um anhand relativ simpler Daten, in dem Fall Bewegungsdaten, Telemetriedaten und Transaktionsdaten, entscheidende Erkenntnisse zu gewinnen, die dann unseren Industriepartnern helfen, zum Beispiel bessere, realistischere Routenplanung zu betreiben. Abseits der reinen Betrachtung von historischen Daten wird es aber auch immer wichtiger, sich des Themas Echtzeitdatenerfassung, Echtzeitübertragung von Daten und auch Echtzeitauswertung von Daten anzunehmen. Zum Beispiel, wenn man es sich zum Ziel gesetzt hat, ein besonders reaktionsschnelles urbanes Logistiksystem aufzustellen, dann wird man nicht drum herum kommen, in der Lage zu sein, zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu wissen, welches Fahrzeug, welche Sendung oder welcher Lagerbestand sich eigentlich wo innerhalb dieses Systems befindet, in welchem Zustand der ist und vielleicht auf welcher Transitstrecke er sich gerade bewegt. Gleichzeitig wird auch das Thema lokale Konnektivität immer wichtiger, im Übergang von einzelnen Prozessschritten innerhalb eines Lieferprozesses einen reibungslosen Übergang zum Beispiel von einer Sendung von einem Carrier zum nächsten zu ermöglichen. Danke. Vielleicht behalte ich das besser hier. Dankeschön. Und da könnte dann auch eine weitere Technologie, die derzeit in aller Munde ist, von Bedeutung werden, nämlich die Blockchain. Blockchain ist ein weiteres Buzzword, was ziemlich oft diskutiert wird, ohne dass die Leute wirklich etwas damit anzufangen wissen. In unserem Kontext könnte die Blockchain dabei helfen, sendungsspezifische Daten nicht nur reibungslos zu übertragen, zum Beispiel von einem Carrier zum nächsten, sondern vor allen Dingen auch zu validieren und jegliche manuelle Validationsarbeit im Prinzip zu eliminieren. Dass das nicht nur akademische Hirngespinste sind, zeigt, denke ich mal, dieses Beispiel. Hier arbeiten wir zum Beispiel mit einem der führenden Sportartikelhersteller dieser Welt zusammen, um für deren wichtigste Kunden und die neuesten und angesagtesten Produkte in den Kernstädten dieser Welt ein völlig neues Zustellkonzept zu entwickeln. Zielsetzung dieses Konzeptes ist es in der Tat, jeden beliebigen Kunden zu jeder beliebigen Tageszeit an jedem beliebigen Ort einer Stadt, wie zum Beispiel New York City, mit einer maßgeschneiderten Produktlösung versorgen zu können, und zwar innerhalb von nur 30 bis 60 Minuten. Das ist natürlich nicht mehr möglich mit traditionellen Paradigmen der Distributionsnetzwerkgestaltung. Wir setzen hier zum Beispiel auf extrem datengetriebene Konzepte wie sogenannte Mobile Hyperlocal Inventories. Das bedeutet, man versucht, Warenbestände bereits so nah wie möglich an den Kunden zu bringen, und dabei reicht es dann oft nicht, diese an statischen Punkten innerhalb der Stadt zu verteilen, sondern was wir vorhaben, ist, diese Warenbestände tatsächlich auf Fahrzeuge zu bringen. Das heißt, sie werden in Vans leben, die sich dann quasi kontinuierlich durch die Stadt bewegen, um zu jedem beliebigen Zeitpunkt so nah wie möglich an dem Ort zu sein, wo wir die nächste Kundenanfrage erwarten. Und das ist natürlich extrem datengetrieben, extrem analytikgetrieben. Und auch auf der Kapazitätsseite gehen wir neue Wege mit diesem System, weil wir eben nicht mehr auf statische Flotten setzen, die wir vollständig selbst kontrollieren, sondern wir versuchen, Crowdsourced Carriers mit einzubinden, wie zum Beispiel Uber Rush und mit... Ist das der Feueralarm? Ich hoffe nicht. Mit solchen Crowdsourced Carrier-Lösungen eben dynamisch in der Kapazität wachsen oder sinken zu können. Und all das erwartet von uns natürlich enorme Datengetriebenheit, Analytikfähigkeiten, aber eben auch Konnektivität innerhalb eines so komplexen Systems. Vernetzung ist aber auch wichtig über zum Beispiel Anwender- und Systemgrenzen hinweg. Zum Beispiel müssen wir zu einem Punkt kommen, wo wir einzelne Warenlieferungen innerhalb des Stadtgebiets stärker koordinieren und konsolidieren können. Dass wir nicht mehr eine Vielzahl einzelner Fahrzeuge durch die Stadt fahren sehen, die alle halb leer sind, sondern zu einer besseren Auslastung der verfügbaren Fahrzeugkapazität innerhalb der Stadt kommen, um so auch die Auswirkungen des ständig wachsenden, Nachfrage nach urbanen Lieferservices auf zum Beispiel die Lebenswertigkeit oder die Emissionen, die innerhalb dieser Stadt entstehen, so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig ist es uns auch möglich, dadurch, dass zum Beispiel Fahrzeuge ständig mit anderen Verkehrsteilnehmern oder mit sogenannter smarter Infrastruktur in Verbindung stehen, das wird uns ermöglichen, Mobilität innerhalb der Stadt als Gesamtsystem zu optimieren und nicht mehr auf Basis des einzelnen Fahrzeuges.
Also das könnte zum Beispiel bedeuten, dass wir Ampelschaltungen in Zukunft daran anpassen, wo die einzelnen Verkehrsteilnehmer sind und wo sie hinwollen. Oder dass man durch Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation Unfälle vermeidet und damit Staubildung vermeidet. Oder dass man mit smarter Infrastruktur dem Fahrzeug Informationen zur Verfügbarkeit von Parkplätzen zum Beispiel zur Verfügung stellt, was gerade in der urbanen Logistik einer der Haupteffizienzkiller ist, die Suche nach geeigneten Parkmöglichkeiten. Und last but not least sehen wir auch immer mehr neue Geschäftsmodelle am Horizont, die aufbauen auf dem Konzept Data as a Service. Zum Beispiel arbeiten wir gerade mit einem der führenden Paketdienstleister zusammen, um herauszufinden, wie die all die Daten, die ihre Fahrzeuge Tag ein, Tag aus in allen Städten dieser Welt flächendeckend sammeln, wie diese kommerziell verfügbar gemacht werden können für andere Anbieter. Und zum guten Schluss, ich kann keinen Urban Logistics Talk beenden, ohne zumindest kurz über Drohnen zu sprechen. Und das ist relevant in diesem Kontext, weil das Thema Konnektivität und Datenanalytik auch ein entscheidender Enabler dafür ist, neue und völlig neuartige Zustelltechnologien überhaupt erst möglich zu machen. Bleiben wir bei dem Beispiel Drohnen. Anbieter wie zum Beispiel Amazon suggerieren ja gerne, dass die Zustellung gerade im urbanen Raum mit Drohnen schon morgen Realität sein wird. Das sehen wir ein bisschen anders. Der Weg dorthin ist sicherlich noch lang und sicherlich auch steinig. Und wir sind uns auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob es diesen Weg überhaupt gibt. Unsere Forschung legt aber nahe, dass wenn es überhaupt einen erfolgreichen Anwendungsfall für die Zustellung mit Drohnen innerhalb dicht besiedelter Städte gibt, dann nur in Verbindung mit anderen Fahrzeugkonzepten, wie zum Beispiel einem Zustellvan. Und da schließt sich dann der Kreis, um überhaupt ein solch komplexes System, wir nennen das multimodale Zustellkonzepte, steuern und designen zu können, indem verschiedene Fahrzeugsysteme miteinander kommunizieren und interagieren müssen, muss eine neue Ebene von Konnektivität zwischen diesen Fahrzeugkonzepten geschaffen werden und müssen uns auch die entsprechenden Daten zur Verfügung stehen, die wir nutzen können, um diese Systeme zu planen und auch zu steuern. Und ich hoffe, dass mit diesem kurzen Vortrag klar geworden ist, dass uns die urbane letzte Meile noch einige Jahre auf Trab halten wird und wir gerade, was das Thema Konnektivität und Data Analytics angeht, auch eigentlich erst am Anfang einer sehr spannenden Entwicklung sind. Meine persönliche Hoffnung ist, dass mit der neuen Generation von Fahrzeugkonzepten, die sich für die urbane Zustellung eignen, Möglichkeiten geschaffen werden, von denen wir vielleicht bis heute noch gar nicht zu träumen wagen. Und ich hoffe, dass wir darüber heute noch einiges mehr hier lernen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen spannenden Tag hier in Stuttgart. So. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Sprinter Innovation Campus. Vielen Dank an Herrn Dr. Winkenbach für Ihre Einblicke in den Wandel der Logistik im urbanen Umfeld. Ich bin sicher, wer am Samstag Weihnachtsgeschenke kaufen war, wird den Wandel sicher sehr zu schätzen wissen. Vielen Dank. Ich brauche gerade nichts. Ja, ja. Gut, es war der Kollege, der immer Wasser wollte. War ein kleiner Wechsel. Gut, okay. Die Stadt ist natürlich Lebens- und Arbeitsraum unserer Fahrzeuge. Viele der modernen Dienstleistungen, die das urbane Leben so angenehm machen, sind ohne Vans nicht denkbar. Denn in einer digitalisierten Welt sind sie die Hardware, die Produkte und Dienstleistungen zum Kunden bringen. Und wenn sich Leben und Logistik in der Stadt verändern, müssen sich auch unsere Transporter verändern. Genau aus diesem Grund gab es vor einem Jahr unseren Van Innovation Campus. Damals haben wir mit Advance eine Zukunftsinitiative vorgestellt, die Mercedes-Benz revolutioniert. Wir entwickeln uns von einem Fahrzeughersteller zu einem Anbieter ganzheitlicher Transport- und Mobilitätslösungen. Advance haben wir gestartet, weil die extrem dynamischen Entwicklungen von Urbanisierung und Digitalisierung nicht nur uns, sondern auch unsere Kunden vor völlig neue Herausforderungen stellen. Wir haben damals zahlreiche intelligente Lösungen für unterschiedliche Bereiche vorgestellt. Zum Teil als Pilotprojekt, zum Teil aber auch nur als Konzepte, die wir dann weiter ausgebaut haben. Was vor einem Jahr
ein strategischer Blick in unsere Werkstatt war, wird mit der heutigen Veranstaltung konkret. Mit diesem Sprinter Innovation Campus möchten wir Ihnen zeigen, wie wir den neuen Sprinter entwickelt haben. Als erstes Serienfahrzeug von Mercedes-Benz Vans bringt es den Grundgedanken von Advance auf die Straße. Dass wir dafür auf unseren Sprinter setzen, hat gute Gründe. Seit 1995 steht unser Flaggschiff an der Spitze für die technologische Entwicklung. Er hat damals ein neues Segment begründet und dessen Grenzen immer wieder neu definiert. So soll es auch dieses Mal sein. Das ist unser Anspruch. Der neue Sprinter verkörpert unsere Advance-Philosophie und geht deshalb weit über alles hinaus, was Sie in diesem Segment kennen. Meine Damen und Herren, der völlig neu gedachte Sprinter wird eine einzigartige, ganzheitliche Transportlösung. Ein rundum vernetzter Van als Teil des Internet of Things, bei dem wir die Konnektivität bereits in die DNA des Fahrzeugs geschrieben haben. Ich will das aber nicht nur behaupten, wir werden es Ihnen heute zeigen, wie wir durch eine Kombination aus grundlegenden Innovationen und spezifischem Branchenfokus die beste Gesamtlösung für unsere Kunden schaffen. Warum ist der Sprinter die perfekte Basis dafür? Da ist zunächst einmal sein bisheriger Erfolg. Ein paar Zahlen. Insgesamt ist der Sprinter heute in mehr als 130 Ländern unterwegs. Seit seiner Premiere haben wir über 3,3 Millionen Modelle verkauft. Allein in den ersten 9 Monaten dieses Jahres haben wir über 142.000 Einheiten abgesetzt. Das ist weiterhin auf höchstem Rekordniveau und das im letzten Jahr des aktuellen Modells. Worauf gründet sich dieser Erfolg? Ganz klar, der Sprinter ist die perfekte Antwort für die Herausforderungen des modernen Transportwesens in jeder Branche. Erinnern Sie sich an die 90er Jahre, als wir ihn erstmals auf den Markt gebracht haben. Die Digitalisierung fing 1995 langsam an, unser Leben zu verändern. Viele von uns kauften ihr erstes Mobiltelefon. Das Internet war zwar noch sehr langsam und teuer, aber es bot nicht nur eine Fülle von Informationen, sondern auch eine neue Form des Konsums. Denken Sie an eBay oder Amazon. Aus dem Nichts entstanden Internetgiganten, oftmals auf Plattformmodellen. Seitdem mussten traditionelle Unternehmen ihre Geschäftsmodelle auf veränderte Bedingungen und verschärften Wettbewerb anpassen. Kunden konnten im Netz Schnellangebote vergleichen und die günstige Alternative finden. Dieser Kostendruck erforderte eine noch höhere Transporteffizienz. Vor allem der Gütertransport wurde dadurch kleinteiliger, dynamischer und individueller. Unternehmen aller Branchen brauchten für ihr Tagesgeschäft eine neue Art von Transportern mit sehr hohen Jahreslaufleistungen, großer Flexibilität und viel Laderaum. Unser Sprinter traf in dieser Zeit den richtigen Nerv, denn er konnte genau damit punkten. Ein maximal flexibler Transporter, der durch das Zusammenspiel von Kundenwunsch und Herstellerflexibilität zu einer maßgeschneiderten Transportlösung wurde. Im wahrsten Sinne bezeichnend für diesen neuen Ansatz, der Sprinter war das erste Modell von Mercedes-Benz, das nicht nur eine Zahlen- und Buchstabenkombination hatte. Stattdessen trägt er einen internationalen, leicht verständlichen Namen, der sein Konzept auf den Punkt bringt. Flexibel, agil und einprägsam. Heute steht dieser Name für ein ganzes Segment und darauf sind wir stolz. Gleichzeitig
ist es für uns eine Verpflichtung für die Zukunft. Der Sprinter muss immer an der Spitze der Entwicklung stehen und Benchmark für das Transportwesen sein. Sowohl für große Logistikunternehmen als auch für den Handwerksbetrieb um die Ecke. Hier kommt Advance ins Spiel. Ich habe es bereits gesagt, mit Advance entwickeln wir uns von einem reinen Fahrzeughersteller zum Anbieter ganzheitlicher Transport- und Mobilitätslösungen. Die Initiative teilt sich mittlerweile in 5 Bereiche. Bei Digital Advance geht es vor allem um Konnektivität und die digitale Vernetzung unserer Fahrzeuge. Mit Solution Advance entwickeln wir Hardwarelösungen, die das Tagesgeschäft unserer Kunden effizienter machen. Im Bereich Rental Advance geht es um innovative Mietmodelle mit einem Pay-per-Use-Ansatz, also Mobilität on Demand. Mit Sharing Advance kümmern wir uns um neue Konzepte beim öffentlichen Personentransport. Und mit eDrive Advance entwickeln wir einen umfassenden Ansatz zur Elektromobilität. Im Zuge von Advance verändern wir aber auch unsere Arbeitskultur. Wir schaffen agile Einheiten, die unterschiedlichste Kompetenzen bündeln und an einzelnen Lösungen arbeiten. Von Maschinenbauern, Elektrotechnikern bis hin zu Juristen, Psychologen und Sozialwissenschaftlern. Der neue Sprinter wird die erste Baureihe sein, bei der all diese Neuentwicklungen zusammenkommen. Das Ergebnis ist ein völlig neuartiges Konzept, das wir nicht mehr nur als Fahrzeug, sondern als Gesamtsystemlösung denken. Wir erweitern die Grundidee der Vielseitigkeit des Produktes, also der Hardware an sich, und überführen sie in eine neue, intelligentere Form. Dabei bieten wir trotzdem die klassischen Mercedes-Tugenden, wie Sicherheit, Komfort und Qualität. Unser Flaggschiff wird zur smarten Hardware, die wir gemeinsam mit Kunden auf jeden seiner Anwendungsfälle, auf jede Branche anpassen können. Unser Campus heute ist so angelegt, dass wir Ihnen diese Kombination auf Branchenfokus und innovativen Lösungen im Detail präsentieren. An manchen Stellen werden wir Ihnen auch bereits konkrete Elemente des neuen Sprinters zeigen. Wir haben heute hier 6 Labs vorbereitet. 3 zu den grundlegenden Eigenschaften des neuen Sprinters und 3 beispielhaft für spezifische Lösungen, die sich daraus für Schlüsselbranchen ergeben. Zunächst einmal zu den 3 Innovation Labs. Hier präsentieren wir Ihnen Hardware und Services, welche die Basis für unsere Gesamtlösungen bilden. Im Lab Sprinter Versatility zeigen wir, wie weit wir in Sachen Individualisierung gehen. Das beginnt beim Cockpit. Es ist ganz auf den Fahrer zugeschnitten. Der Van ist immerhin ein Arbeitsplatz und deshalb legen wir Wert auf Maximum an Ergonomie und Varianz. Angefangen bei einer Einstiegsvariante bis hin zu einem High-End-Cockpit. Sie können sich gleich selbst davon überzeugen. Ganz allgemein bietet der neue Sprinter eine enorme Vielzahl an Variablen. Das beginnt schon bei den baulichen Varianten. Klassisches Fahrerhaus oder Doppelkabine. Als Bus oder Kastenwagen, je nach Absatzmarkt als Rechts- oder Linkslenker. Dazu gibt es 4 unterschiedliche Aufbaulängen, variable Tonnagen und passende Laderaumhöhen. Und natürlich bieten wir auch unterschiedliche Antriebsvarianten an. Apropos Antriebsvarianten, hier haben wir uns eine ganz besondere Lösung ausgedacht. Aber das stellen wir Ihnen nochmal gesondert vor.
Insgesamt ergibt sich also eine riesige Variantenvielfalt. Wir werden den neuen Sprinter in über 1000 Grundvarianten anbieten. Dabei rechne ich das mehr an klassischen Ausstattungsdetails wie Lackierung, Klimaanlage oder Sitzkonfiguration noch nicht einmal mit ein. Diese Modularität ist aber kein Selbstzweck, sondern eine Notwendigkeit. Denn die Bandbreite im Einsatz war nie größer als heute. Unsere Kunden nutzen den Sprinter als High-End-Luxusbus für VIPs, aber auch als Baustellenfahrzeug, das am Ende des Tages mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden muss. Diese Flexibilität müssen und werden wir in der neuen Generation abbilden und sogar weiterentwickeln. Im Lab eSprinter präsentieren wir den Sprinter dann als Baustein für lokal emissionsfreie Gesamtsystemlösungen und als Teil unserer Elektrooffensive eDrive Advance. Ganz wichtig, wir wollen nicht einfach eine Batterie auf Rädern bauen, sondern gemeinsam mit unseren Kunden ein individuelles Ökosystem entwickeln. Deshalb beraten wir nachhaltig und bieten auf Wunsch zum Beispiel eine passende Ladeinfrastruktur an. Oder wir rüsten die Fahrzeuge mit Konnektivitätsdiensten zur E-Mobilität aus. Mit unserer Beratung sorgen wir auch dafür, dass dieses Konzept bestmöglich in die bestehenden Betriebsabläufe eingebunden ist. Mittelfristig werden wir übrigens unser gesamtes gewerbliches Portfolio elektrifizieren. Wir profitieren hier vom Technologietransfer innerhalb des Daimler-Konzerns. Außerdem werden wir bis 2019 zusätzlich 150 Millionen Euro in diesem Bereich investieren. Unser Ziel ist eine zeitgemäße Elektromobilität, die nicht nur Städte und Umwelt entlastet, sondern die Unternehmen und für die Unternehmen einen echten Mehrwert bietet. Und da wir bislang der einzige Großhersteller mit einem solchen umfassenden Konzept sind, wird der Sprinter auch in diesem Bereich ein Vorreiter sein. Dazu passt dann auch das dritte Innovation Lab, Digitalization and Intelligence. Ich habe es gerade schon angesprochen. Infotainment, Telematik, Konnektivität und modernste Technik machen den Sprinter zur smarten Hardware. Ein organischer Teil des Internet of Things. Und damit perfekt für ein neues Zeitalter der digitalen Logistik. Der Schlüssel dazu ist unsere neue Marke Mercedes Pro. Mercedes Pro ist ein digitales Ökosystem, in das unsere vernetzten Fahrzeuge, Produkte und Dienstleistungen integriert sind. Für unsere gewerblichen Kunden bündelt Mercedes Pro sämtliche Angebote von Mercedes-Benz Vans unter einem Dach. Im Zusammenhang mit dem neuen Sprinter bieten wir unseren Kunden eine breite Palette an vernetzten Diensten. Zum Beispiel eine flexible Routenplanung bei dynamischer Auftragslage. Die Abfrage des aktuellen Fahrzeugstatus oder ein Wartungsmanagement in Echtzeit. Diese Dienste können für bestimmte Aufgaben gebündelt und in branchenspezifischen Paketen abgerufen werden. Für unsere Kunden ist das ein großer Zugewinn an Effizienz, die viele unterschiedliche Aufgaben des Flottenmanagements können über ein Portal an einem Bildschirm erledigt werden. Auch das zeigen wir ganz konkret im Lab. Variantenvielfalt, Elektromobilität, Konnektivität und smarte Dienstleistungen sind die grundlegenden Bausteine, aus denen wir für unsere Kunden einen
individuelle Gesamtlösung zusammenstellen. Wie das konkret aussehen kann, zeigen wir Ihnen in unseren Branchenlabs. Hier setzen wir auf jahrzehntelange Expertise in unterschiedlichsten Branchen und stellen unsere Kunden auch hier und ihre Bedürfnisse ganz klar ins Zentrum unserer Entwicklung. Bestes Beispiel ist die Kurier-, Express- und Paketbranche, kurz CAP. Auch dafür haben wir ein Lab vorbereitet. Allein in Deutschland hat sich die Anzahl der Pakete zwischen den Jahren 2000 und 2017 beinahe verdoppelt. Bis 2025 erwarten Experten eine weitere Verdoppelung. Die CAP-Branche ist geprägt von enormem Kostendruck. Gefragt sind außerdem Tempo und Flexibilität. Das zeigt sich besonders bei dem stark wachsenden Trend, auch Lebensmittel online zu bestellen. Dieses sogenannte E-Grocery ist ein Spezialfall von CAP und hat noch einmal eine ganz eigene Anforderung. Denken Sie nur an die unterschiedliche Temperierung für Getränke, Milchprodukte und Tiefkühlpizzas. Bei E-Grocery muss der Kühlkoffer eines Vans in verschiedene Klimazonen eingeteilt werden, damit die Ware genau so beim Kunden ankommt, wie er sie auch im Supermarktregal nehmen würde. Dieser Umstand stellt besonders hohe Anforderungen an das Fahrzeug- und Laderaumkonzept. Im Lab People Moving geht es, wie der Name schon sagt, um die Personenbeförderung. Dieses Transportsegment hat heute schon einen beachtlichen Anteil am Gesamtmarkt und wird von uns in Zukunft noch stärker in den Fokus gerückt. Denn durch die steigende Verkehrsbelastung in Städten werden neuartige Konzepte wie Ridesharing und Ridepooling immer beliebter. Für die unterschiedlichen Anforderungen überall auf der Welt nutzen wir die hohe Anpassbarkeit des Sprinter-Konzepts. Vans in diesem Bereich sind außerdem auf Konnektivität angewiesen, damit sie mit entsprechenden Plattformen kommunizieren können. Algorithmen sorgen dann dafür, dass die Routenplanung effizient und maximal flexibel abläuft. Im Lab haben wir dazu ein Beispiel vorbereitet. Bei Crafts und Services zeigen wir dagegen, wie der neue Sprinter Handwerkern oder Servicepersonal hilft, ihren Arbeitsalltag effizienter zu gestalten. Wir erproben zum Beispiel eine Dienstleistung, die sich In-Van Delivery and Return nennt. Dabei wird der Ersatzteilbestand im Fahrzeug durch Logistikdienstleister gemanagt. Das gestaltet die Arbeit unserer Kunden effizienter und verschärft ihnen Zeit für zusätzliche Aufträge. Meine Damen und Herren, seit 1995 ist der Sprinter ein Benchmark-Fahrzeug und damit ein Spiegel des Fortschritts, der bei jeder Neuauflage einmal mehr das Segment neu definiert hat. Und Sie sehen, wir haben heute viel mitgebracht, um Sie davon zu überzeugen, dass dies auch mit der neuen Generation der Fall sein wird. Bislang hat sich der Sprinter und das Sprinter-Segment vor allem über Zuladung, Ladevolumen und Wirtschaftlichkeit definiert. Diese Elemente bleiben natürlich wichtig. Wir ergänzen sie aber durch einen weiteren wesentlichen Aspekt, die für die moderne Logistik das A und O ist. Die vollständige Anbindung an das Internet und die nahtlose Integration in betriebliche Abläufe, insbesondere bei der IT-Infrastruktur. Der neue Sprinter bleibt also seiner Tradition treu und wird wieder einmal das erste Exemplar einer neuen Gattung. Der Van als smarte Hardware und komplett vernetzte ganzheitliche Transportlösung. Heute bekommen Sie einen Vorgeschmack darauf, wie das aussehen wird. Machen Sie sich ein Bild von der Technologie und dem Konzept.
der nächsten Zeit werden wir bei weiteren Veranstaltungen immer wieder bestimmte Einzelaspekte in den Vordergrund stellen. Jetzt aber wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß auf unserem Sprinter Innovation Campus und bis später. Danke. Ja, vielen Dank an unsere beiden Redner heute Morgen. Ich hoffe, Sie haben jetzt einen ersten Überblick, welches Konzept, welche Strategie hinter dem neuen Sprinter steckt. Sie dürfen nun eintauchen in die Labs, in die Tiefen des neuen Sprinters. Bevor es losgeht, noch kurz ein paar organisatorische Hinweise, wie es funktioniert. Sie können sich jetzt anhand Ihrer Farbkarten den individuellen Startpunkt Ihrer Tour durch eines der ersten 6 Labs heraussuchen. Gucken Sie also auf Ihre Karte, gucken Sie, welche Farbe Sie heute sind. Die Farben finden Sie dann zum einen links oben am Eingang des Labs, aber selbstverständlich haben wir auch Kolleginnen und Kollegen mit Farbtafeln, die auf Sie warten, da. Sie haben genügend Zeit, um jedes Lab zu besuchen, mit einem kurzen Impulsreferat unserer Kolleginnen und Kollegen und danach auch der Möglichkeit, erste Fragen zu stellen. Wir haben die ganze Reihenfolge auch so ausgeklügelt, dass Ihnen kein Lab entgehen sollte. Trotzdem kann es natürlich sein, dass nach dem Durchgang durch die 6 Labs und in der Halbzeit sozusagen gibt es auch noch ein Mittagessen für Sie, dass dann noch Fragen offen sind. Und die wollen wir dann wieder hier im Plenum klären. Das heißt also, wir sehen uns alle heute Nachmittag wieder hier im Forum zur letzten Runde der noch offenen Fragen Ihrerseits. Aber bis dahin erstmal viel Spaß mit dem neuen Sprinter. Dankeschön.